Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Wir haben in der letzten Folge ein kleines Missgeschick fabriziert. Die durchaus recht schicke Garage musste weichen, weil aus Unvermögen. Und ich habe dann offscreen ein bisschen weitergemacht und habe quasi die Sachen, die hier rumstanden, die habe ich hier in das Haus verfrachtet. Und ihr seht es schon, ich habe dann das Türchen hier abgerissen und habe dann hier dann den Wagen reingestellt, damit der wenigstens einigermaßen trocken steht. Das ist natürlich alles, ja, einigermaßen realismusbedingt, sage ich mal. Genau, das wird natürlich nicht die Endstation sein oder die Endlösung sein, sondern da werden wir dann nachher noch ein bisschen was bauen für. So, dann. Ja, muss ich mal gucken, was machen wir jetzt weiter? Genau, ich wollte mir die Fleischkisten schnappen, die Kühlboxen auch genannt, und wollte noch mal auf Jagdtour gehen, diesmal mit Gewehr und mir eine zweite Säge verdienen. Ich habe auch ein bisschen was gesägt hier. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ich habe einfach nur die Karre entladen und so, dass das hier steht, so dass ich wieder auf Tour gehen kann. Also nicht wirklich viel passiert. Ich habe einfach nur euch den Teil erspart, der wahrscheinlich eh zu langweilig geworden wäre. Ich werde es so machen, dass ich eigentlich nicht schneiden möchte. Wenn da irgendwas total langweilig ist, dann werde ich es tun. Oder aber ich werde einfach pausieren und ja, dann eben so lange weitermachen, bis ich meine, okay, da haben wir einen einigermaßen guten Stand erreicht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie anfangen werde. Ja, irgendwie mitten in der Folge dann, glaube ich, zu pausieren. Ich glaube, das werde ich nicht tun. Sondern werde wahrscheinlich eher dann zwischen den Folgen irgendwie gucken, dass ich da das Relevante oder das eben nicht Relevante für euch, zum Beispiel Bäume umnieten, dann übernehme. So. Das wird wahrscheinlich so der Weg sein. Da muss ich mich auch erstmal eingrooven. Also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn das vielleicht hier und da nicht funktioniert. Da hinten, glaube ich, ein Reh gesehen. Ich glaube nicht, dass es ein Bär ist. Dafür war es zu hell. Oder ich habe mal wieder einen Trecker gesehen. Ich habe mich jetzt wirklich einen Trecker gesehen. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Trecker gesehen. Puh, ich sollte mal zum Augenarzt gehen. Naja, egal. Dann gehen wir einfach wieder zurück oder fahren wieder zurück vielmehr. Hier könnte ich auch mal Bäume fällen. Das wäre gar kein Problem. Ich glaube, dann müssen wir hier noch mal. Ach, guck mal da. Da ist doch sowas. Regel Nummer 1: immer erst laden, wenn es nicht gefährlich, also bevor es gefährlich wird. So. Dann bitte einmal nachladen, danke. Nicht erst beim fünften Mal. Genau. Also der Radius ist schon relativ nah, ne? Das oder. Ja, relativ nah, dass sie da nicht mehr angreifen, sondern sich einfach nur noch ihrem Schicksal ergeben. Man muss nicht unbedingt weit weg sein. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier noch ein Dritter irgendwo rumtanzt. So, jetzt hoffe ich, dass hier ein Dritter irgendwo rumtanzt.
aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da werden wir vielleicht dann noch mal ein paar Rehe jagen müssen, so wir denn welche finden. Ist auch nichts. So, hier ist eigentlich weit und breit nichts zu sehen. Finde ich nett, dass er direkt zu mir kommt. Das sind noch kollegiale Bären. Das ist dann Kiste Nummer 1 und Kiste Nummer 2. Box Nummer 2. Das sind wohl Bienen. Aber ich glaube, das war es jetzt an Bären. Also ich habe, glaube ich, mal 4 gesehen oder 4 gefunden an einem Tag. Aber das war auch nicht oft. Das war nur ganz selten mal, dass das der Fall war. So, und jetzt ist halt die Frage. Wo gibt's noch mehr Wild? Können ja mal ganz langsam Richtung Tankstelle fahren. Aber da ist halt weit und breit nichts zu sehen, ne? Das ist halt das Ding. Tanzen jetzt wahrscheinlich alle bei mir auf der Ranch rum und freuen sich, dass keiner da ist. So wird's wohl laufen. Ungefähr. Da sind wir auch schon bald bei der Tankstelle, obwohl wir haben eigentlich noch genug im Tank. Das heißt, ich würde vielleicht jetzt doch mal langsam Richtung Supermarkt fahren und da erstmal verkaufen. Das Einzige, was ich vielleicht noch gucken würde, ist, ob im Wolfsgebiet noch irgendwo was an Wild rumläuft. Das könnte man mal gucken. Also ich nenne es jetzt einfach mal Wolfsgebiet. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur Zufall war, dass ich genau da den Wolf gefunden habe. Wir haben leider keinen Preismodifikator auf Wild. Trotzdem gibt es immerhin 195 Kröten. Und damit haben wir 904. 904. Das würde für eine Säge schon mal reichen. Aber es wäre halt richtig nice, wenn das für zwei Sägen reichen würde. Also brauchen tut man es natürlich nicht, aber dann würde ich vielleicht die alte Säge verkaufen. Ja, also langsam glaube ich auch nicht mehr an Zufälle. Auch wenn jetzt Wölfe nicht sonderlich effizient sind, aber ich habe halt die Hoffnung, dass sie dann auch irgendwo
Rehe rumlaufen. So langsam sollte ich dann noch definitiv jetzt mal Richtung Tankstelle fahren. So weit bin ich gar nicht weg von der Tankstelle, oder? Nee, da muss ich einfach nur noch mal Richtung Straße. Ja, hier tanzen auch sonst immer Rehe rum, wenn man nicht damit rechnet und wenn man Kohle braucht, aber so halt eben auch nicht, wenn man sie gerne hätte. Komm, ich gehe jetzt erstmal die Säge, eine Säge holen. Dann kriegen wir immerhin schon mal ein bisschen schneller Holz geschnitten. Das wäre ja schon mal eine Maßnahme. So, dann muss ich die jetzt einmal ein bisschen stapeln. So, du kommst dann hier vorne hin. So, und dann einmal bitte Säge. Luxus-Tischsäge ist das Ding. Ist nie teurer geworden? Nee, Quatsch. Ich glaube, das war schon vorher 750. Ist egal, ich brauche das Ding, ich will das Ding, also nehme ich es mir. Und krass, dass die in so einen kleinen Karton packt, oder? Passt, oder? Das ist doch Wunder der Technik. Inklusive Generator. So nämlich. Gut, wo stellen wir die am klügsten hin? Ich hätte ja irgendwie so die Idee, das so zu machen. Natürlich bestenfalls so, dass das auch einigermaßen brauchbar aussieht. Und den dann irgendwie so. Gucken wir mal, wie das dann funktioniert. Ja, ist dann natürlich blöd, dass das dann jetzt ein bisschen weit weg ist, muss ich die anderen. Das ist eigentlich blöd, ne? Eigentlich ist das blöd. Eigentlich müsste man das so irgendwie machen. Genau. Okay. Die zweite dann irgendwie so.
Nee, den Generator hinten, das sieht irgendwie blöd aus. Das kann ich so nicht. Also den Generator hier vorne, das sieht irgendwie nicht wirklich schön aus. So sieht es besser aus. Genau, okay. Dann einmal du hier rein. Reicht dann auch bitte. Dann einmal du hier rein. Und dann würde ich sagen, geht das große Rumgeholze los. Entschuldigung. War dann eher so ein bisschen Rohrkrepierer. Und mit zwei, ihr seht schon, das geht auf jeden Fall. Dann mit zwei Hochleistungssägen geht das dann richtig nice. Wird es auch schon wieder dunkel, dann wird es auch wahrscheinlich bald wieder regnen. So ist es. Aber Gott sei Dank sind wir drin. Also was man so drin nennen kann. Ah doch, sieht relativ dicht aus. Zumindest das Dach. Und dann sind wir eigentlich schon durch. So, das können wir dann einmal so machen und so. Das sind jetzt 4, 5, 6. So, und eigentlich könnte ich das schon beladen. Und könnte schon mal die Schweinefarm anfangen auszubauen. So, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, nicht ganz so weit. Machen wir erstmal hier so die hintere Wand fertig.
Ja, und so schnell ist dann eben mal eine ganze Palette Holz weg. So, und danach muss ich jetzt unbedingt noch mal nach den Hühnern gucken. Ja, es ist halt, wenn man dann so baut und im Rausch ist, dann, dann vergisst man alles andere. Erst einmal kurz die ganzen Baumstämme einsammeln. Aber sonst ist jetzt hier alles weg soweit. Hier vorne ist noch mal was. Ja, eigentlich auch eine ganze Menge. Nein, nicht dagegen fahren. Und ich war doch dagegen. Entschuldigung. So, dann schauen wir. Ich kann ja schon mal mit dem Sack dahin gehen, denn ich glaube, die werden jetzt schon wieder alles leer gefuttert haben. Haben sie nicht. 3 von 7. Okay. Ist wohl ein bisschen weniger Zeit verstrichen, als ich dachte. Dann lassen wir es erstmal hier. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne den Korb mitgenommen. Danke. Und dann schauen wir doch mal. Erstmal das weg. Ich glaube, dann wende ich jetzt zum ersten Mal den Trick an. Oh, da vorne ist ein Ei. Oh. Ist mal wieder so eine Granate ein, die sie mir hier reingelegt haben. So, gucken, ob es hier irgendwo ist kein Ei. Hahn, gerne auch mal bitte hier rein, kurz. Danke. Und die Henne ebenso. So. Genau, dann kann ich jetzt nämlich zum einen ganz entspannt mal deren Hinterlassenschaften wegmachen, ohne dass sie mir irgendwie dazwischen latschen. Und kann mir auch mal die Eier einsammeln. So, ich nehme sie jetzt einfach nochmal alle mit. Wird auch bald schon wieder dunkel, sehe ich gerade. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Dann werde ich die jetzt noch mal ganz kurz untersuchen. Danach gehen die Befruchteten wieder rein und danach lasse ich sie natürlich auch schnell wieder frei. So, 1, 2, 3, 4. Einmal anschalten. Ego-Perspektive und ich sehe zumindest schon mal ein befruchtetes. Und ich glaube, das war's. Genau. Dann noch mal ein Ei. Und noch mal ein Ei.
Du gehst dann schon mal wieder in den Korb. Und auch hier würde ich sagen, sind das beides nicht befruchtete Eier. So sieht's aus. Okay, dann jetzt nur noch ganz kurz die Eier wieder zurückbringen. Ich kann ja währenddessen schon mal kurz Licht anmachen. So, ich werde sie wahrscheinlich noch zwei, dreimal mitnehmen, weil ich mir nicht sicher bin, welches das jetzt war. Und dann kann hier eigentlich schon mal wieder alles aufgemacht werden. Dann können die dann ganz in Ruhe wieder zu ihrem Stall gehen. Und dann schlafen wir auch direkt mal eine Runde. Und es regnet natürlich weiter. So, die Frage ist, was machen wir? Wir haben jetzt 128 Kröten auf der hohen Kante. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal, arbeiten nochmal heute weiter am Schweinestall. Schweinegehege. Okay, damit haben wir hier schon mal alles wieder fertig gemacht und ich würde jetzt einfach sagen, ich stapel die jetzt noch ein bisschen, werde mir noch ein bisschen neues Holz holen und sobald ich fertig bin, melde ich mich einfach gleich wieder. Ich glaube, das ist jetzt für euch zu langweilig, wenn ihr mir beim Bäume fällen und ja, Sägen zuguckt. Deswegen kleine Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder und habe ein bisschen Holz gefarmt und ja, also das Auto ist jetzt voller Bretter. Ich hoffe, dass es reicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und in der Zwischenzeit hat sich hier was ergeben, denn ihr seht es vielleicht schon. Habt es vielleicht schon geahnt. Wir haben ein erstes Küken bekommen und das hat auch Hunger. Sehe ich gerade. Und deswegen müssen wir uns mal ganz schnell sputen und ein bisschen was zu essen rankarren. Und dann werde ich dann am nächsten Tag hingehen und ja, ein bisschen, ups, ein bisschen, was heißt ein bisschen, werde ich die Bretter verteilen. Ich hoffe, das klappt jetzt natürlich nicht. Mr. Hahn hat was dagegen. So, die Hennen haben jetzt ein bisschen Hunger, glaube ich. Genau. Gut, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das so alles funktioniert. Schauen wir einfach mal. Also, erstmal gehen wir schlafen. Und ja, ich würde sagen, dann können wir
Ja, erstmal gehen wir jetzt mal die Bretter anbringen. Stehen ein bisschen im Weg. Okay, fangen wir hier erstmal an. Die Tore machen wir ganz zum Schluss. Erstmal nur die ganz normalen. Ah ja, ganz normalen Holzzäune. Und ich glaube, dass selbst die uns jetzt schon wieder fasst. Na, schauen wir mal. Doch schon einen Zaun gebaut oder ein Tor gebaut, wollte ich eigentlich noch gar nicht. So. Okay, ich glaube, dass wir schon durchkommen mit dem Zaun. Die Scheune natürlich noch nicht. Das werde ich dann alles noch mal explizit vorbereiten, dass wir die Scheune dann direkt aufbauen können. Das erste. Haben wir das zumindest jetzt mal angepasst, beziehungsweise haben wir jetzt zumindest mal die Umzäunung fertig bekommen. Und wir können allerdings jetzt auch, glaube ich, schon hingehen und die ersten Teile setzen hier. Okay, ja, es hat zumindest schon mal für ein bisschen was gereicht und ich würde ganz gerne hier den Zaun auch noch, die Bäume auch noch loswerden. Zum einen brauchen wir das Material, zum anderen stören sie, glaube ich, hier eher nur. Auch wenn das vielleicht ein bisschen schön aussehe, wenn hier alles auch ein bisschen naturbelassen aussieht, aber gerade hier im hinteren Bereich sollen ja noch einige Sachen folgen. Und da kann ich sowas wie Natur einfach nicht gebrauchen. Nennen wir es beim Namen. Schade, dass jetzt hier nicht einer noch hinpasst. So, jetzt sind meine Kopfhörer ausgegangen. Das ist gar nicht schlimm. Ich habe ein bisschen was zum Improvisieren dabei. Kleinen Moment. Ja, kriegt er jetzt anscheinend nicht hin. Ist auch nicht wirklich schlimm. Dann machen wir das halt beim nächsten Mal.
Ich habe jetzt hier keinen Ton. So, ja, ich würde sagen, nehmen wir das auch noch mal weg. So. Kommt uns natürlich alles nachher zugute, wenn wir dann irgendwie den Rest hier noch fertig bauen müssen. So, was haben wir denn hier? Das kann, glaube ich, ruhig stehen bleiben, selbst wenn wir dann nachher den LKW haben, aber ringsum die Einfahrt muss es halt einigermaßen frei sein, damit man noch ein bisschen Platz hat zum Rotieren. Aber ich glaube, das wäre es jetzt das Erste. Ja, ich glaube, wir können auch noch so eine Schneise hier machen, etwas um das Gehege rum. Ja, jetzt kommt natürlich wieder das gute alte Spiel. Ah, es scheint doch gut zu gehen. Wenn man das Fahrzeug umstellt, steht man natürlich auch wieder in einem anderen Winkel zum ja, zum, ich sag mal, zum auflegenden Objekt. Und dann kann es schon mal sein, dass man dann irgendwie alles schief auflegt. Aber gerade sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Perfekt. So. Dann fahren wir einmal ein bisschen weiter. Der will mir nichts geben. Und was haben wir da noch? Hier vorne den noch. Denn geht der noch? Der geht noch. Prima. Dann müssten wir eigentlich die Reihe auch noch vollkriegen. Ach, witzig. Geht also doch nicht. Ja, jetzt wahrscheinlich erst recht nicht mehr. Dann müssen wir das anders machen. Hoffnung, dass wir die alle noch irgendwie mitkriegen. Irgendwas Grünes habe ich da gesehen. Ja, ist nicht sonderlich realistisch, aber Wurst, würde ich sagen. Okay, dann haben wir ein bisschen Holz geholt. Was sagen die Eier hier? 9 Stück. Ich gehe jetzt noch mal eben rüber und schaue mir an, was sie so treiben, die süßen Dinger hier. So, du bleibst bitte drin. Und ich würde vielleicht auch die Hühner wieder
Schweine, Hühner, wie auch immer. Das wollen wir hier reinpacken. Und wir haben schon ein zweites Küken. Das ist super. Das geht also voran. Ich hoffe, dass ich jetzt hier in meiner Eile und meiner Hektik nicht noch ein zweites oder nicht noch ein Ei hier irgendwie zertrete. Also, ihr werdet es wahrscheinlich hören, weil ihr habt einen Sound, ich habe gerade keinen Sound. Von daher schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich ein Ei zertrete. Okay, hier hat sich irgendwas unter dem Stall verfangen und kam da anscheinend nicht mehr raus. Das war Küken. Küken Nummer 3 war es, Gott sei Dank. Ja, okay. Also, was heißt Gott sei Dank? Ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert, aber ich habe immerhin jetzt noch zwei weitere Küken. Und statt es nur eins ab. Hier ist ein befruchtetes Ei schon bei. Das klingt schon mal gut. Gucken wir mal, wie viele noch dabei sind. Passt genau rein. Aufs Horoskop und dann einschalten. Eins sehe ich hier. Noch eins sehe ich hier. Und ihr geht beide in den anderen Korb. Zeitgedächtnis des Grüßen. Und dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. 10 Eier ist auch, glaube ich, jetzt eine gute, 11 Eier ist eine gute Ausbeute fürs Erste. Und dann haben wir jetzt auch schon wieder die Dreiviertelstunde voll und beende damit die Folge wieder. Und ja, freut mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr was Schönes zu sagen habt. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch gerne über ein Abo freuen. Oder würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und die Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr mit, wenn es eine neue Folge beispielsweise hier bei Ranch Sim gibt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.